Hallo, die Gabi. Heute geht es um den Braunbär im indianischen Horoskop. Der Braunbär ist dem Element der Erde zugeordnet. Dieses Element symbolisiert Beständigkeit und Verlässlichkeit, steht aber auch für Naturverbundenheit und Sesshaftigkeit. In geordneten, gewohnten Situationen fühlen sich Braunbärgeborene deshalb am wohlsten. Denn sie brauchen einen überschaubaren und kalkulierbaren Rahmen. Der Braunbär gehört dem Schildkrötenclan an, der unter dem Einfluss des Erdelements steht. So haben die Angehörigen dieses Clans unter anderem das Bedürfnis, sesshaft zu sein und Wurzeln zu schlagen, so dass das Leben auf einem stabilen Fundament errichtet werden kann. Daher ist dieser Menschenschlag auch in der Lage, für Sicherheit, Halt und Stabilität zu sorgen. Außerdem ist es wichtig für den Braunbären, einen intensiven Kontakt zur Natur zu unterhalten. In der Zeit vom 22.08. bis 21.09. kommen die Winde aus Süden, einer Richtung, die mit der Kraft des Feuers und der Sonne verbunden ist. Doch zu dieser Zeit ist die Hitze des Sommers nicht mehr so intensiv, sondern wird zusehends sanfter. So schöpfen Braunbären einerseits noch aus dem vollen Reichtum der Natur, können andererseits aber auch etwas vorausschauen und sich mit kommenden Möglichkeiten und Entwicklungen analytisch auseinandersetzen. Braunbärgeborene besinnen sich stets gern ihrer Fähigkeiten und wenden diese auch vernünftig und zielstrebig an. Um großmögliche Selbstständigkeit zu erlangen, denn sie verlassen sich nicht gerne auf andere. Das hat in der Regel zur Folge, dass diese Menschen zuverlässig und hart arbeiten. Da sie sehr strebsam sind und ihre Ziele systematisch und ausdauernd verfolgen, haben Braunbärgeborene meist auch einen gut ausgeprägten Sinn für Details. Braunbärmenschen sind zurückhaltend und bescheidene Zeitgenossen, die sich nicht gern in den Vordergrund drängeln. Sie erledigen ihre Pflicht, weil das eben so sein muss, und zwar gründlich und gewissenhaft. Es kann sogar passieren, dass diese emsige und unermüdlichen Wesen ihr Licht unter den berühmten Scheffel stellen. Da Braunbären einen festen und überschaubaren Rahmen schätzen, planen sie gerne im Voraus. Sie hassen es, die Dinge dem Zufall zu überlassen. Tritt dennoch einmal eine unerwartete Situation ein, reagieren sie oft unsicher. Ein gewisser Hang zur Perfektion lässt sich bei Braunbärmenschen nicht leugnen. Sie verlangen sich selbst viel ab, zuweilen mehr, als sie verkraften können. Das kann schon mal an den Nerven zehren. Anstatt alles 200%ig zu machen, sollten diese Menschen lernen, auch mal fünf gerade sein zu lassen. Mit Kritik gehen Braunbären aus eben diesem Grund nicht gerade sparsam um. Da sie zuweilen geradezu pedantisch sein können, haben sie an vielen Dingen etwas auszusetzen. Das macht sie nicht gerade sympathisch. Ein bisschen mehr Toleranz ist gefragt. Braunbärgeborene lieben keine spontanen oder spektakulären Auftritte, sondern ziehen eine beobachtende und abwartende Haltung vor. Auch in der Liebe lässt der Braunbär die Katze, sprich seine Gefühle, nicht so schnell aus dem Sack. Denn es fällt ihm ein bisschen schwer, seinen durchaus tiefen und intensiven Empfindungen freien Lauf zu lassen. Dieser emotionale Zurückhaltung wegen werden diese Menschen oft falsch eingeschätzt. Doch ein Partner, der sich die Zeit nimmt, den Braunbären allmählich kennenzulernen, wird keinesfalls enttäuscht. Im Gegenteil. Unter der vorsichtigen Oberfläche schlummern nämlich starke zärtliche und romantische Gefühle und sogar ein Hauch von Leidenschaftlichkeit. Vor allen Dingen ist der Braunbärgeborene aber ein Partner, auf den man sich verlassen kann. Das Eheversprechen nimmt er durchaus ernst, ebenso wie den Ausspruch,
Geteiltes Leid ist halbes Leid. So wird er mit seinem Lebensgefährten keineswegs nur die positiven Seiten der Partnerschaft teilen, sondern auch die schwierigen. Braunbärgeborene sind fleißige und zuverlässige Arbeiter. Und da sie zudem über eine gewisse Anpassungsfähigkeit verfügen, werden sie von Vorgesetzten wie auch im Kollegenkreis gleichermaßen geschätzt. Braunbären eignen sich ein fundiertes Wissen an und warten mit präzisen und guten Leistungen auf. Dennoch treibt es sie nicht unbedingt ins Top-Management oder sonstige hochgradige verantwortungsvolle Positionen. Sie ziehen es vor, im Stillen und Kleinen zu wirken, was einfach ihrer bescheidenen Art entspricht. Abgesehen davon haben Braunbärengeborene die Neigung zu helfen und zu dienen. Man wird sie deshalb relativ häufig in Dienstleistungs- oder heilenden Berufen antreffen. Das größte Problem der Braunbärengeborenen kann darin liegen, dass sie sich selbst viele schöne Dinge versagen, was zu einer inneren Unzufriedenheit führt. Auch nervlich sind diese Wesen nicht unbedingt sehr belastbar. Zumindest dann nicht, wenn sie sich wieder einmal mehr aufgeladen haben, als ihre Kondition eigentlich zulässt. Der Braunbär sollte es sich zuweilen gestatten, das Leben leichter zu nehmen. Körperlich gehören Magen- und Verdauungsorgane zu den empfindlichen Bereichen, die besonders auf innere Unzufriedenheit ansprechen. Es wäre daher ratsam, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Im Übrigen sorgt sich der Braunbär oft unnötig um seine Gesundheit. So, und der kleine Braunbär? Auch der kleine Braunbär ist bescheiden und genügsam und als braves und pflegeleichtes Kind ist er geradezu ein Geschenk des Himmels. Zumindest für Eltern mit schwachen Nerven. Dieses Kind mag nicht gern anecken und ist deshalb relativ anpassungsfähig. Zur gesunden Entwicklung braucht es vor allem einen abgesteckten Rahmen, geregelte Abläufe und überhaupt das, was man geordnete Verhältnisse nennt. Da die pflichtbewusste Ader des kleinen Braunbären schon früh zu pulsieren beginnt, kann man ihm kleine und kindergerechte Aufgaben übertragen, die er gerne und gut erfüllt. Doch die Eltern sollten diesem Nachwuchs auch besonders darauf achten, dass die spielerische Seite nicht zu kurz kommt. Sonst ist der kleine Braunbär womöglich ein Kind mehr, sondern ein kleiner Erwachsener. Wie die Großen neigen auch die kleinen Braunbären dazu, ihre Fähigkeiten und Qualitäten in ein allzu bescheidenes Licht zu rücken. Daher sollten die Eltern durch viel Ermunterungen und Lob das Selbstwertgefühl dieses Kindes kräftigen. Auch sollten sie dafür sorgen, dass dieser Zögling seinen eigenen Gefühlen mehr Vertrauen schenkt. Er könnte sonst eine gewisse Kopflastigkeit entwickeln. Apropos Kopf, der kleine Braunbär ist wissbegierig und sehr lernwillig. Die Schulzeit wird deshalb nicht die geringsten Probleme mit sich bringen, da dieses Kind das Lernen weniger als Last, sondern vielmehr als Lust empfindet. Denn Wissen kann irgendwann Macht sein, zumindest aber ist es die Voraussetzung dafür, den späteren Beruf mit Können und Köpfchen auszufüllen. Mit Autoritäten hat der kleine Braunbär keine Probleme. Nehmen Sie ihm doch die Entscheidungen ab, die er selbst nicht immer gerne trifft. So, das war's vom Braunbären. Danke und tschüss.